Ferrari vorn dabei, der Weltmeister Max Verstappen schnell und konkurrenzfähig, Top-Duelle zwischen Charles Leclerc und Max Verstappen und Mercedes, das wird auch einigen gefallen, aktuell zumindest aus eigener Kraft nicht siegfähig. Dazu gibt es Überholmanöver, jede Menge Action, ganz viele Fahrfehler. Die Formel 1 ist 2022 so spektakulär und so spannend wie schon lange nicht mehr. Über viele Themen, wie sich das neue Reglement auswirkt, über den Rennkalender, ob es denn sein muss, dass die Formel 1 wirklich in Saudi-Arabien fährt, habe ich im nun folgenden Interview mit unserem Formel-1-Experten Marc Suhre gesprochen. Marc, nach drei Rennen mit dem neuen Reglement, wie gefällt dir die neue Formel 1? Ich finde es super. Also die Rennen zeigen ja Action, und zwar vorne wie auch hinten. Jetzt klar, jetzt hat es mal einen überlegenen Leclerc gegeben, aber grundsätzlich können wir sagen, es wird viel überholt, das Überholen ist möglich und auch das Hinterherfahren ist eindeutig besser geworden. Und deswegen, ja, mir gefällt die neue Formel. Was uns aufgefallen ist, oder genauer gesagt Daniel, den man hier nicht sieht, aber der das Video schon schnarrt, liebe Grüße unbekannterweise, wir haben ganz viele Fahrfehler gesehen in dieser Saison bisher. Woran liegt das? Sind es die schwereren Autos, sind es die neuen Reifen, ist es die Tatsache, dass die Fahrer das Auto einfach noch nicht kennen? Woran liegt das? Ich denke, viel hängt auch mit den 18 Zoll Reifen zusammen oder Felgen zusammen, weil das ist nicht mehr so gutmütig. Ja? Wenn du ein bisschen auf den Randstein kommst, wenn du Niederquerschnittreifen fährst, dann ist das viel giftiger, als wenn du einen weichen Reifen hast, der sich anpasst, ja? Der nachgibt. Also das wird sicherlich ein Grund sein, warum es mehr Dreher gibt oder Abflüge. Das andere ist auch, wir haben jetzt eine mechanische Aufhängung. Diese ganzen Hydraulikbehälter, die praktisch auch Stoßfedern gewirkt haben und Sachen geschluckt haben, die sind nicht mehr da. Jetzt wird einfach brutal das Auto rumgeschüttelt, weil sie jetzt auch mit der neuen Aerodynamik müssen sie ja sehr tief eingestellt sein. Dann muss das Auto mit sehr harten Federn fahren, dann hüpft das Auto. Und wenn dann halt eben das nicht ganz perfekt passt, dann bist du draußen. Es war ja eins der wesentlichsten Ziele dieses neuen Reglements, dass das Hinterherfahren besser wird. Da gab es in der Vergangenheit hauptsächlich zwei Probleme. Das eine war die Dirty Air, dass Anpressdruck verloren geht. Das andere war, dass dir die Reifen sehr schnell überhitzt sind, wenn du ein paar Runden hergefahren bist, weil da war Anpressdruck weg, du rutscht ein bisschen und die Reifen überhitzen einfach und verlieren ein bisschen an Grip. Hat man das adressiert? Ist das jetzt deutlich spürbar besser geworden, deiner Beobachtung nach? Für mich ist eindeutig viel besser geworden. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, als da hinten im Mittelfeld dieser Pulk, wo da vier, fünf Autos hintereinander herfuhren, da hast du natürlich immer noch Dirty Air, weil wenn du hinter zwei, drei Autos herfährst, dann hast du natürlich Luftverwirbelung, was einfach den Hintersten im Zug praktisch verunmöglicht anzugreifen, weil du kannst zwar DRS nutzen, aber die vor dir nutzen sie auch schon und du fährst dann in dieser Luftverwirbelung, die dann natürlich mit jedem Auto noch schlimmer wird. Also da gibt es nach wie vor ein Problem mit dem Hinterherfahren. Aber bei zwei Autos habe ich das Gefühl, das geht wunderbar und die können auch angreifen. Wir haben ein paar gute Duelle gesehen. Also es funktioniert. Ich denke, da haben sie wirklich einen Schritt in die richtige Richtung gemacht. Wenn das jetzt alles so toll funktioniert, wozu braucht man dann in Melbourne 4 DRS-Zonen? Was eine gute Frage. Ich weiß nicht, wer auf diese Schnapsidee gekommen ist. Also das war wohl nichts. Im Gegenteil, wo ja überholt worden ist, war eigentlich fast immer am gleichen Ort, wo die zwei DRS-Zonen hintereinander kommen. Start-Ziel-Gerade kann man nur aufschließen und dann auf der nächsten Geraden dann überholen. Und der Unterschied zu früher, dass sie dann in der S-Kurve nach Start und Ziel eben dranbleiben können und dann gleich den Angriff starten. Das war ja früher immer das Problem, dass es dann wieder abgerissen ist. Und das funktioniert und es braucht zwei DRS-Zonen, alles andere war für nichts. DRS komplett abschaffen wird zu weit gehen für dich? Wir müssen abwarten. Vielleicht könnte man mal anfangen, kürzere DRS-Zonen zu machen. Dass man einfach nur noch ein bisschen Hilfe gibt für den, der im Windschatten ist, dass er da ein bisschen leichter vorbeikommt, dass er auf gleiche Höhe fahren kann. Aber man müsste sie vielleicht nicht mehr ganz so lang machen. So, das eine war das Racing, haben wir gerade diskutiert, ist eindeutig besser geworden. Das andere Ziel war ja auch, das Feld ein bisschen eher zusammenzubringen. Da gibt es auch diese Handicap-Regel, da reden wir auch gleich noch drüber. Ganz grundsätzlich ist auch das gelungen. Ja, auf jeden Fall, weil jetzt fahren ja plötzlich Autos vorne mit,
das waren ja, wenn man jetzt Alfa Romeo nimmt und Haas, das waren die zwei letzten, ja. Das sind die zwei letzten Boxen, ja. Und die fahren jetzt praktisch im vorderen Mittelfeld mit. Und das zeigt schon, dass das Reglement passt. Das heißt, jeder hat eigentlich die Chance und das finde ich auch das Positive. Alle haben ja Angst gehabt, neues Reglement, einer findet was, macht irgendwas besser und dann gibt es Riesenunterschiede, da gibt es 2 Sekunden Abstände. Ist nicht passiert, sondern im Gegenteil, die Abstände sind kleiner geworden und eben auch kleine Teams schaffen es, wenn sie es hinkriegen, nicht jedes Rennen, aber wenn sie es mal zufällig hinkriegen, dass sie vorne mitmischen können und das ist eigentlich der Sinn der Formel 1. So ein bisschen wie in Melbourne, Fernando Alonso, oder? Der zumindest mal eine Sektorenbestzeit hinknallt, auch wenn es dann nicht ans Ende durchgegangen ist. Wer wären denn so die Außenseiter, wo du sagst, denen traue ich zu, dass sie vielleicht mal aufs Podium fahren oder vielleicht sogar noch mehr? Also sicher gehört da Alpine dazu, weil die haben offensichtlich auch motormäßig haben die einen Schritt vorwärts gemacht. Die sind richtig dabei. Man muss natürlich immer an McLaren denken. Eigentlich sind sie ja keine Außenseiter, aber sie sind doch je nach Strecke. Das Auto scheint ja auf einer Strecke gut zu gehen, auf der anderen nicht. Das war übrigens auch in der Vergangenheit so, wenn wir uns zurückerinnern. Ja, auf schnellen Strecken war der McLaren immer top. Und auf anderen Strecken dann wieder nicht. Also es hat immer geschwankt. Und eben so ein Haas, ein Alfa Romeo, die können, wenn alles passt, eben auch vorne mitmischen. Und ich finde das sensationell. Wenn wir über die neue Formel 1 reden, neue Formel 1 in Anführungsstrichen, müssen wir auch über den Rennkalender reden, Marc. Das hat jetzt nicht unmittelbar mit dem neuen Reglement zu tun, aber wir haben ja gerade die Bekanntgabe gehabt, Las Vegas. Erstens, weil ich finde, es sieht viel, viel spannender aus als damals, wo ihr gefahren seid, die ersten Animationen, die wir gesehen haben. Aber jetzt haben wir 23 Rennen. Vegas kommt dazu, es werden wahrscheinlich mittelfristig 24 und möglicherweise sogar noch mehr in Zukunft. Ist der Kalender zu voll? Definitiv. Und ich sehe das einfach auch in meinem Freundeskreis, wenn ich zurückkomme und wo warst du? Ja, beim Rennen. Und dann heißt, wo war eins? Also die Leute kriegen es nicht mehr mit. Und das ist eigentlich schade. Früher war es immer, man hat aufs nächste Rennen gefiebert und man hat auch alle 14 Tage in der Regel ein Rennen gehabt. Das war doch super, da konnte man sich darauf einstellen. Ein Wochenende ist für die Familie und das nächste Wochenende ist dann wieder Formel 1 um 14 Uhr, wie es früher war. Dann hat man sich darauf einrichten können. Das war so ein Rhythmus. Jetzt fahren wir einmal, dreimal hintereinander am Wochenende oder einmal früh morgens, einmal abends spät. Also es geht viel verloren. Aber ich verstehe natürlich das Geschäftsmodell, weil man. Alle Teams haben ja immer gesagt, weniger Tests und dafür mehr Rennen. Jetzt haben sie mehr Rennen, jetzt schimpfen sie auch wieder. Ja? Also man kann es auch nie recht machen. Geschäftsmodell ist ein gutes Stichwort. Es gibt 90 Millionen Gründe, warum die Formel 1 in Saudi-Arabien fährt. Müssen wir da unbedingt hin, Marc? Ich stelle die Frage, lass mich noch mal ein bisschen anders ansetzen. Ich stelle die Frage auch vor dem Hintergrund. Die Formel 1 selbst sagt ja, wenn wir da hingehen, können wir zu einer positiven Veränderung in diesem Land beitragen. Da prallen so zwei Philosophien aufeinander. Welche ist dir näher? Ich sehe es halt schon als Business, weil jetzt auch viele Sponsoren aus dieser Ecke kommen. Und ich weiß ja, ich habe mein Leben lang immer Sponsoren gesucht, zusammen mit dem Team. Und ich weiß, wenn es irgendwo eine Gegend gibt, wo viele Sponsoren herkommen, dann muss man da auch fahren. Das ist mal die eine, das ist praktisch ein Überlebenskampf in der Formel 1, diese ganze Geschichte zu finanzieren. Ich denke, die Formel 1 kann einen positiven Einfluss haben. Und Saudi-Arabien, ich meine, vor ein paar Jahren durften Frauen ja nicht mal Auto fahren. Inzwischen tauchen sie da auch an der Rennstrecke auf. Ich finde, es hat schon was Positives bewirkt. Aber zu viele Rennen in den arabischen Ländern finde ich auch nicht gut, weil einfach die Zuschauermassen fehlen. Ich glaube, das ist der Grund, warum man da nicht noch mehr Rennen machen sollte. Man sollte dahin gehen, wo auch Zuschauer sind. Ja, wenn wir jetzt Melbourne gesehen haben, so muss es doch aussehen. Ja, volles Haus. Da dürfen wir aber dann nicht nach Deutschland gehen, muss man jetzt ganz provokant sagen, weil da waren die Häuser auch nicht mehr voll die letzten Jahre. Ja, wer weiß, wenn jetzt Porsche und Audi einsteigt, dann werden sie dann auch wieder voll werden.
Marc, wollen wir mit einem positiven Blick auf die Formel 1, weil sie wirklich toll und spektakulär war bisher in dieser Saison, abschließen? Worauf freust du dich, wenn du so vorausblickst, noch am meisten jetzt? Gibt es ja einiges, worauf man sich freuen könnte. Ich persönlich zum Beispiel glaube und hoffe, es könnte ein Duell Verstappen-Leclerc werden statt Verstappen-Hamilton, wie wir es letztes Jahr gesehen haben. Also ich würde noch eins draufsetzen. Ich glaube, dass es ein Dreikampf werden wird. Mercedes wird aufholen. Das kriegen die hin. Da bin ich voll überzeugt. Wir dürfen nicht vergessen, wie es letztes Jahr war. Da hatten sie auch einen kleinen Rückstand Anfang des Jahres. Und am Schluss hat praktisch Hamilton praktisch vom letzten Platz aus gewonnen. Also die können das. Die werden kommen und dann werden wir einen Dreikampf haben. Das wird dann gut, ja, weil das ist dann unberechenbar, weil wenn drei mitmischen. Und auf das freue ich mich besonders. Und natürlich freue ich mich auf Miami. Neues Rennen, neues, und die Strecke sieht gut aus. Also nicht so 90-Grad-Strecke, sondern richtig mit guten Kurven. Also das wird sicher spannend. Wenn dir die Formel 1 2022 so gut gefällt wie uns, dann einmal den Daumen hoch. Damit unterstützt du übrigens auch unsere Arbeit. Und noch der Hinweis, wenn du Lust hast auf mehr Analysen von Marc Surer, unserem Formel 1-Experten, nämlich wie es zum Beispiel Sebastian Vettel und Mick Schumacher am Beginn der Formel 1-Saison 2022 geht, dann empfehle ich dir hier das nächste Video.